Also die Kälbchen hier haben jetzt Hörneransätze, oder? Die sind jetzt nicht ausgebrannt, oder? Das sind jetzt noch ganze Tiere. Und für die setze ich mich ein. Also vor 35 Jahren haben alle Kühe in der Schweiz noch Hörner gehabt. Und da hat man auch einen anderen Tierbezug gehabt. Und jetzt werden plötzlich die Hörner gefährlich, weil man eben eine Industrielandwirtschaft will machen, oder? Und dann gehen die Kühe mit Hörner nicht mehr in den Melkroboter rein, oder? Und man da zuerst zwei Spritzen machen, dass sie da nichts merken. Und dann tut man da das Horn, den Hornansatz ausbrennen mit so einer Art Lötkolben, 800 Grad. Nachher wenn die Schmerzmittel da nachlöhnt, oder? Nachher fängt die Kälbchen an, hinter sie laufen. Sie können da jummeln, oder? Weil sie grausamen Schmerz haben. Die Idee von der Initiative ist, dass der Bund die Bauern, die den Kühen und den Geissen die Hörner dran lehnt, erwachsene Tiere, finanziell einen Beitrag kriegen, weil sie weniger Tiere in diesen Ställen bauen, in diesen Freilaufställen, können sie weniger Tiere reinmurksen oder sie müssen den Drittel grösser bauen. Und das sind Ertragsausfälle oder Baukosten. Und das soll der Bund jetzt irgendwie Hand bieten, wenn er für bei diesen Direktzahlungen, die es am Schluss noch gibt. Die Kühe sind grundsätzlich nicht gefährlich, oder? Wenn man den Zug zu ihnen hat, oder? Dann erkennen sie einem und dann wissen sie einem, wir meinen es gut mit ihnen. Sie sind ja bereit, um uns Nahrung zu geben, oder? Und dann soll man auch irgendwie das mit Respekt behandeln und die Würde vom Tier ganz lassen.